Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Jordi. Ich komme aus Köln, 21 Jahre alt. Komme heute einfach hierhin, um Spaß zu haben, einfach zu kämpfen, weil das meine Leidenschaft ist. Ich komme ursprünglich natürlich aus dem MMA. Habe einen Amateurkampf jetzt bisher gemacht. Und genau, einen Gameplan habe ich jetzt nicht für heute. Meinen Gegner habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Das ist mir auch relativ egal, wer vor mir steht. Hauptsache einfach Spaß haben und dann let's go. Ich bin Emre Dinç, ich bin 18 Jahre alt. Mein Kampfstil ist K1. Ich weiß über meinen Gegner, dass er Kickboxer ist. Ich möchte den Kampf entweder im Stand oder im Boden führen. Herzlich willkommen, Defend Army. Karoba wären wieder am Start für euch am Sonntag um 18 Uhr. Was geht ab, Leute? Heute geht der Jordi gegen Emre ab. Hier Jordi im Bild. Hat schon Erfahrung bei King of the Streets gesammelt. Ist ein MMA-Kämpfer. Hat sehr, sehr gute Voraussetzungen für diesen Kampf natürlich. Die meisten Kämpfer, die wir hier hatten, die kamen eher vom Ring oder vom reinen Stand-Up oder vom reinen Grappling. Hier einmal jemand, der vom MMA kommt. Emre, der ist ein bekanntes Gesicht bei uns. Der hat natürlich schon gekämpft, zweimal, hat sehr dominant gewonnen und hat auch noch einen stärkeren Gegner gefragt. Da haben wir uns gedacht, dass wir in Jordi jemanden gefunden haben, der ihn endlich auf Augenhöhe ist, weil er seine beiden Kämpfe bis jetzt sehr, sehr dominant gewonnen hat. Wir erhoffen uns hier auf natürlich eine richtig schöne Schlacht von den beiden. Da Emre, dem ist es ja eigentlich egal gewesen, er hat beides gut trainiert, prinzipiell. Ob er am Boden landet oder ob er am Stand kämpft. Und der Jordi allerdings, der hat mal so richtig interessante Infos gegeben. Ist ihm komplett egal, was sein Gegner macht. Er ist hier, um Spaß zu haben. Er interessiert mich auch nicht, welchen Gameplan der da hat. Der geht rein und will einfach ballern. Super interessant, was er da gegeben hat. So Leute, die erste Runde geht jetzt auf jeden Fall los. Ich bin richtig gespannt, wie der Kampf ablaufen wird. Ja! Jordi, ja! Er ist bereit! Harter Logik von Emre. Gut getroffen auch. Ah, schöne Kombination. Ich finde das gut, dass der Jordi nicht zurückgeht und stehen bleibt und countert. Weil viele, viele, die kleiner sind, gehen immer oft zurück gegen einen langen Gegner. Ei, jetzt hat er einen guten Logik wieder gegessen, der Jordi. Und das ist halt falsch, weil sie dann nie in der Distanz sind, wenn sie zurückgehen, um gut countern zu können. Das macht Jordi hier sehr gut. Oh, was war das für eine Rechte? Richtig gut getroffen von Emre. Hat auch direkt einen Takedown geholt, in der Side Control gelandet. Ah, Jordi war da kurz so steif geworden. Ne? So kurze Bremse hat er gekriegt, als er den Schlag ihn erwischt hat. Ja, steht aber auch wieder auf. Gut gemacht von Emre hier. Hat ihn nach hinten gedrückt. Man sieht, das sind Ringertechniken. Ah, das hier auch jetzt, hat er gut gemacht. Emre hat auf jeden Fall Ringen trainiert. Hat schon mal gesagt, dass er gute Ringerfreunde hat. Das sieht man, das ist jetzt, kommt jetzt nicht. Vom Grappler sieht man das nicht so, sondern mehr von Ringern, das, was er gerade gemacht hat. Oh, versucht die Backbone zu holen. Hat schon einen Hook drin. Was Emre hier gut macht, ist, dass er immer wieder schlägt. Viele Grappler, die zum MMA wechseln, die haben dieses Problem, dass sie nur grappeln. Und das ist halt. Ja, nicht Oh, Kimura-Ansatz hier. Eieiei, oh, die Schulter reißt doch gleich. Also bei mir wäre der Arm schon die Schulter zweimal durch gewesen. Oh, hat Emre Glück gehabt, der ist jetzt rausgerutscht. Unglaublich, wie flexibel der ist. Unglaublich. Dadurch hat er allerdings die Position verloren. Jordi hier jetzt in der Side Control. Ja, aber Jordi noch nicht in der Position, wo er hard ground und pounden kann. Oh, jetzt hat er einen guten Ellbogen. Oh, das ist gefährlich. Ne? Der hat einen Ellbogen in die Wirbelsäule, das ist gefährlich. Und einfach ruhig bleiben.
Hat sich auch entschuldigt direkt dafür, weil der Ref ermahnt hat. Anaconda Choke hier von Jordi von unten, aber eine schlechte Position dafür. Ja, Jordi müsste sich ruckartig drehen und Embry auf den Rücken kriegen. Dann hätte er Top Control. Ja, das. Ja, genau das meinte ich, hätte er ruckartig machen sollen. Hätte er vielleicht geschafft. Emre, ja, schade. Jordi hat sich rausgedreht, ist hochgekommen. Emre wollte direkt Guillotine greifen und ist jetzt runtergerutscht. Jordi auf dem Weg zum Pass hat sein Schienbein schön über Emres Schenkel gelegt und blockiert seine Hüfte auch damit, nimmt ihn die Mobilität. Geht jetzt einfach rüber zum Mount. Ja, Emre ist hier sehr eng mit seinem Körper an Jordi dran und erlaubt ihm jetzt nicht, so hart zu kommen. Ja, erste Runde auch schon vorbei. Uff, wirklich schwer zu sagen, wenn ich das jetzt gegeben hätte. Emre hat im Stand die klareren Treffer gelandet, hat diesen harten rechten Schwinger gehabt, der Jordi gut erwischt hat. Am Boden. Der hat auch keine Luft mehr. Am Boden, gut, dieser Kimura, der war gefährlich. Der Anaconda Choke, der wäre auch gefährlich geworden. Emre hatte aber den Takedown initialisiert. Also die erste Runde hätte ich Emre gegeben. Wie man hier sieht, hat er härtere Treffer im Stand gelandet. Gute zwei harte Low Kicks gelandet. Da, diese rechte. Seht ihr das? Jordi war da ganz kurz steif, aber hat eigentlich direkt wieder reagiert. War jetzt kein harter Wirkungstreffer. Hat sich hier einen Takedown geholt. Die Hälfte der Zeit hat Emre den Kampf am Boden dominiert gehabt, hat hier auch gutes Ground and Pound gelandet. Bis auf diesen Moment, wo Jordi hier diesen Kimura aus dem Nichts gezogen hat. Und schaut euch das mal an. Schaut euch mal den Arm von Emre an, wie gebogen der ist. Da wäre meine Schulter schon dreimal durch gewesen. Unglaublich. Hat Jordi gut gemacht, hier hat sich dadurch einen Sweep geholt, Side Control gelandet. Ja, das meinte ich, das ist gefährlich, ne? Ellbogen gegen Wirbelsäule, aber er hat sich entschuldigt. Der Ref hat ihn auch ermahnt. Hier auch 12-6. Na, als MMA-Kämpfer müsstest du das eigentlich wissen, Jordi, ne? Aber gut, im Kampf ist es manchmal so, das Adrenalin ist da und man schlägt erstmal und denkt dann darüber nach. Ja, aber hat das gereicht, um die Runde zu gewinnen? Ich würde sagen, nein. Sehr stark, Bruder. Richtig, ich bin richtig stolz auf dich, Bruder, ehrlich. Kannst du trinken, Monster drauf? Ich hab was in den Schwanz bekommen. Ach, Bruder, scheißegal, da schießt du da drauf. So, die zweite Runde geht los. Ich bin gespannt, welche Anpassungen die Kämpfer machen werden in der zweiten Runde. Ja, geht jetzt erstmal los wie in der ersten. Emre richtig locker und flockig auf seinen Beinen unterwegs. Gefällt mir sehr, wie er sich bewegt. Sehr, sehr, sehr dynamisch. Jordi hier mehr ein bisschen wie so ein Panzer. Geht nach vorne, steht sehr aufrecht allerdings. Was gefährlich ist für Takedowns. Aber Jordi macht das schon gut hier, er geht nicht zurück. Gute Linke hier von Emre. Jordi als kleinerer Kämpfer, beziehungsweise der mit der kürzeren Reichweite, sollte eigentlich nur nach vorne gehen. Aber Emre hält einfach den Abstand die ganze Zeit und erlaubt ihm nicht in den Infight zu gehen und schlägt immer von der Außenbahn. Da müsste Jordi entweder explodieren, ruckartig nach vorne laufen einmal mit seinen Schlägen, oder er muss den Schlag von Emre direkt abtimen und dann direkt antworten, wenn Emre's Schlag kommt. Also direkt kontern. Wow, was für ein Schlagabtausch. Hier hat Jordi echt ein schönes Knie gelandet gehabt. Emre hat versucht, mit den Händen wieder wild zu schwingen. Was für ein schöner Uppercut und eine harte Linke von Emre. Guter Highkick von Jordi auch. Leute, was für eine Schlägerei, wollte ich gerade sagen. Was für ein Kampf wir hier haben. Lass dich hier nicht auf irgendeine Schlägerei ein. Bleib bitte sauber. Gefällt mir wirklich sehr gut. Hier von Jordis Ecke wird auch reingerufen, lass dich nicht auf die Schlägerei ein. Ganz ruhig, Jordi. Beweg dich. Jordi, ganz ruhig. Ruhig bleiben, Bruder. Schöner Kampf, wirklich. Wir haben hier Punkte oder Momente, wo Akzente gesetzt werden. Dann wird wieder ein Schritt zurückgegangen und man guckt, was der Gegner dann wieder macht. Sehr, sehr gut. Man geht dann wieder zurück zur Strategie und holt diese Aggression raus. Sehr, sehr dynamisch, wie der Kampf sich entwickelt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Jordi steht hier aber echt sehr, sehr aufrecht. Ne? Das ist sehr, sehr gefährlich. Gegen einen guten Ringer, der wäre jetzt schon längst an seinem Bein.
sein, Jordi. Ja, das muss Jordi jetzt öfter machen. Genau das ist das, was ich meinte. Er müsste viel explosiver reingehen mit seinen Schlägen, damit er die Distanz schneller überbrückt, sodass Emre keine Zeit hat, zurückzugehen. Wunderschöner Jumping Knee. Emre holt sich den Rücken, holt sich direkt einen Takedown. Oh, Uma Plata Gefahr war gerade da. Jordi sweept ihn, landet direkt in der Mount. Oh, 20 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Wie wirkt sich das auf die Psyche von Emre aus? Er hat jetzt wieder am Ende der Runde richtig viel Stress. Verbraucht hier natürlich viel, viel Energie der Emre. Ne? Jordi sitzt da nur oben, schlägt. Ja gut, erste Runde jetzt, zweite Runde jetzt auch vorbei. Oh, wirklich hart zu sagen, wer diese Runde gewonnen hat. Im Stand hat Emre hier wieder die härteren Treffer gelandet. Emre hat zwar den Takedown geholt, aber Jordi hat ja direkt gesweept. Wir machen das ganz, ganz professionell. Echt schwer zu sagen. Wenn du auf dem Boden hast, Bruder, du merkst auch Kinderspiel. So, hier sehen wir das wieder am Stand. Das war eine richtig harte Linke, aber da kam irgendwo ein Uppercut von Emre, der richtig, richtig schön geschlagen war. Das schöne Knie, ich dachte, das Knie hätte gut am Kopf getroffen. Ja, hier im Infight haben die sich beide... Das war dieser schöne Uppercut von Emre, den ich meinte. Sehr, sehr gut geschlagen. Ja, im Kampf sah das so aus, als ob sie sich öfter getroffen hätten. Schöner Highkick auch von Jordi hier gewesen. Ja, dieser Jumping-Knie war auch nochmal eine schöne Aktion von Emre. Und hier hat er sich den Takedown geholt. Aber wie wir gleich sehen können, ist er nicht lange oben gewesen. Gut, haben wir jetzt im Replay nicht gesehen, aber Jordi hat ihn ja direkt gesweept gehabt. Emre? Nicht den Kampf versuchen zu meinen, ja? Okay. Ist die ganze Zeit zurück. Mach weiter so. Genau so, Junge. Halt dich schön auf Distanz. Wenn der reinkommt, aufwärts. Okay? So, 3 Minuten noch. Bruder, nichts überstürzen, Bruder. 3 Minuten ganz wie eben, Bruder. Lass ihn arbeiten, renn nirgendwo rein, Bruder. Dann hast du das Ding in der Tasche. Sehr stark, Bruder. Ganz klein oder nicht? Schöne gerade Hände, warten. Hatte die Schnauze. Ellen kaldırıp da nefes al. Ellen. Die dritte Runde geht los, Leute. Jetzt kommt es auf die dritte Runde, meines Erachtens noch. Emre hat die erste Runde gewonnen. Zweite Runde weiß ich nicht, wie man es hätte geben können. Wenn Emre sich aber die dritte Runde holen sollte, müsste das Ding für sich entschieden haben. Er muss arbeiten. Die ersten 2 Runden waren von dir, Bruder. Deswegen. Ganz ruhig bleiben, Bruder. Ganz ruhig bleiben. Deckung hoch. Denk dran an die Deckung, Bruder. Was für ein schöner Highkick von Jordi. Richtig gut getroffen. Oh, rutsch hier aus! Emre war da zu langsam. Aber ich glaube, Emre will auch gar nicht wirklich auf den Boden mit ihm. Seine Hände siehst du einfach vorher. Emre sieht sehr müde aus in dieser Runde. Sehr, sehr müde. Ja, beide müde. Bei Jordi sieht man es auch. Ja, verständlich halt. Ne? Die haben hier 3 Runden gut Gas gegeben. Probieren einfach auf den Boden zu holen, Bruder, da habt ihr keine Chance. Hol ihn runter. Ja, die Ecke hier von Jordi meinte, hol ihn einfach auf den Boden, da hat er keine Chance. Würde ich auch eher empfehlen. Ich sehe Emre im Stand ein bisschen dominanter als Jordi. Warum nicht einfach den Takedown holen? Weil am Boden hatte Jordi ein bisschen, wie soll ich sagen, am Ende war am Boden war er dominanter auf jeden Fall. Ist ja gut und schön, wenn man im Stand sich gerne ein bisschen hauen möchte, aber wenn man merkt, dass man in einer Disziplin wesentlich besser ist, warum den Kampf nicht dorthin führen? Oh, Emre geht hier explosiv rein. Gute Rechte getroffen von Emre.
Hat Jordi einmal gut durchgeschüttelt hier. Ja, Jordi juckt das aber irgendwie nicht die Bohne, ne? Der geht einfach weiter nach vorne. War ein starker Treffer. Gar nichts, das war nichts, Junge, komm. Letzte Minute. Oh, jetzt schwingt Emre auch hier härter. Jordi, guter High-Kick. Man merkt, beide sind müde. Da ist nicht mehr so viel Bums hinter den Fäusten und den Kicks. Jetzt auch nicht mehr viel Zeit, 40 Minuten. Was für eine harte rechte Schlange, aber nicht ganz getroffen von Emre hier. Ja, Jordi merkt, dass Emre müde geworden ist, macht jetzt mehr Druck. Er geht weiter nach vorne, er schiebt mehr nach vorne. Was für eine rechte getroffen, Jordi juckt mal nicht die Bohne. Komm, Bruder! 20 Sekunden Treffer, Bruder! Du bist eine Maschine! Wer will mehr von euch? Du bist eine Maschine! Jordi, du bist nicht schon gewonnen! Jordi, chill! Ja, Emre sehr, sehr müde jetzt. Jetzt in der letzten Phase des Kampfes ist Jordi hier sehr dominant. Schöne Kombination nochmal hier am Ende. Nico, du hast gewonnen, Bruder! Ja. Die letzte Runde sollte sich Jordi gesichert haben. Maximum Fight, Bruder. Ruhig gewesen. Wenn er sich die zweite auch geholt hat. Treffer genommen. Hab ich irgendwas im Gesicht? Dann sollte Jordi das Ding eigentlich reingeholt haben. Aber schwer zu sagen. Für mich liegt es in der zweiten Runde. Dritte hätte ich Jordi gegeben. Erste hätte ich Emre gegeben. Zweite weiß ich nicht genau, wen ich das hätte geben können. Also auf die zweite Runde kommt es drauf an. Ne? Aber war auf jeden Fall ein schöner Kampf. Wirklich, wirklich schöner Kampf. Das lag an der dritten Runde. Da war Emre einfach eindeutig zu müde und hat Jordi zu viel Dominanz da gegeben. Sehr stark, Bruder. Du hast ja auf jeden Fall ein Bier. Ja, sehr, sehr interessant. Ich bin echt gespannt gleich. Ja, Kampf fing hier gut an. Das war so ein schöner Akzent, den Jordi direkt in der ersten Runde gesetzt hat. Hier ist er leicht ausgerutscht. Da hatte ich gedacht, Emre wollte rein. Wollte er aber auch, hat man gesehen. Aber er war ein bisschen zu spät. Viele, viele Schläge, die da vorbeigegangen sind, weil beide müde sind. Das war nochmal eine schöne Rechte von Emre. Noch eine hinterhergeschwungen. Von beiden kamen da eigentlich gute Kombinationen, aber da hat der Bums einfach gefehlt, ne? Ja, jetzt so, wenn man es im Replay sieht, denkt man, das war ausgeglichen. Aber im Kampf hat man schon gemerkt, dass Emre die ganze Zeit am Rückwärtsgang war, in der dritten Runde halt. Ne? Sah auf jeden Fall dominanter aus für Jordi. Fairplay, sehr, sehr wichtig. Ready? Winner, unanimous decision. Jawohl. Hey! Und Fairplay, beide. Danke, Fairplay. So, für den Elbo. Bruder, nicht stark oben rum, ehrlich. Richtig gute Hände, Bruder, ehrlich. War nicht extra, wie gesagt. Jeppa! 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 So, hallo und herzlich willkommen, meine liebe Defend Army. Mein Name ist Beka. Hier an meiner Seite habe ich Emre, der sich gerade wirklich eine Schlacht geliefert hat. Das war wirklich einer der stärksten Kämpfer heute. Deine Silbermedaille hast du dir auf jeden Fall verdient, Emre. Du hast heute auch einen starken Gegner gehabt, dir ebenbürtig. Wie war es, gegen einen ebenbürtigen Gegner zu kämpfen? Ja, angenehm. Ich hatte auch viel Sparring. Das gehört dazu. Ja. Ja. Danke. Du wusstest, dass dein Gegner eigentlich ein Striker ist, also angegeben, dass er ein Striker ist. Du hast dich auf ein reines Striking-Match vorbereitet. Und dann hat er auf einmal angefangen, mit dir zu grappeln. Hat dich das überrascht oder warst du auch auf solche Überraschungssituationen vorbereitet? Ich war auch auf so etwas Überraschungen vorbei. Wer zu Defend FC kommt, trainiert bestimmt auch Bodenkampf. Denke ich mal, also von meiner Seite. Das ist ein sehr, sehr starker Kampf, Emre. Du hast dir deine Medaille verdient. Dankeschön. Danke euch, so, Leute. Jordi, wirklich sehr, sehr starke Leistung. Danke. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ihr habt euch beide eine richtige Schlacht geliefert. Das war auch mein Gegner auf jeden Fall. Einer der besten Kämpfer heute. Jordi, du hattest schon mal eine Streetfight-Erfahrung bei King of the Streets. Genau. Und heute war dein DFC-Debüt. Erzähl, was waren so die Unterschiede für dich? Wie war die Erfahrung? Also,
Heute war der Unterschied, dass ich nur 2 Wochen Vorbereitung hatte. Davor war ich auf jeden Fall nicht so fit wie heute so. Aber das ist meine Leidenschaft, meine Liebe. Danke an euch nochmal, dass ihr das ermöglicht habt in dieser Kackzeit momentan. Und ja, korrekt auf jeden Fall. Danke. Jordi, wir wussten von dir, dass du auch ein Striker bist, aber du hast heute überraschenderweise viel gegrappelt und auch gut gegrappelt. Ja, ich wollte halt nicht so viel verraten, weißt du so. Aber ja, das ist eigentlich auch meine Stärke, Bodenkampf. Aber ich merke halt jetzt durch jeden Kampf, dass ich aus jedem Kampf was Neues lerne. Und genau, einfach immer weiter. Sehr, sehr starke Leistung, schöner Kampf. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Du kannst deine Medaille in die Kamera zeigen. Ganz mal, geh! 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 Geh!